Bildung spielt bei Responsible AI eine ganz große Rolle. Bildung ist für mich eine der zentralen Punkte für KI. KI bietet für die Bildung allgemein, für die Hochschulbildung natürlich ungemeine Chancen. Also wir bereiten ja Studierende auf eine Welt vor, in der aller Voraussicht nach solche Tools ganz alltäglich in Arbeitskontexten dazugehören werden. Das bedeutet natürlich, dass wir KI-Kompetenzen ausbilden müssen. Eine Hochschule, die eben mutig ist, solche Systeme auch da einzusetzen, wo es didaktisch sinnvoll ist. Das heißt, KI kann Lehre und auch das Lernen deutlich adaptiver machen, anpassbarer. KI-Tools können wirklich eine Chance für Menschen, Studierende mit Beeinträchtigung sein. Wie können wir Large Language Models oder auch andere KI-Tools nutzen, um die Lernerfahrung der Studierenden, der Lernenden zu unterstützen? Wie kann ich das auch evaluieren? Also wie erkenne ich zum Beispiel auch Deepfakes? Wie erkenne ich vielleicht auch Fehler, die KI macht? Also wenn wir uns angucken, wo wir uns hinentwickeln, dann werden alle Bereiche unseres Lebens mehr und mehr von KI durchdrungen sein. Dass wir Studierende, junge Menschen auf eine Zeit vorbereiten wollen, wo die Nutzung von digitalen Techniken ganz normal ist, fast schon nicht mehr erkannt wird. Wenn wir der KI auch vertrauen, werden wir sie auch anwenden und sie nutzen. Und gerade hier hat einfach Bildung einen sehr wichtigen Auftrag, um die Angst vor KI zu nehmen. Transparenz ist bei KI entscheidend. Je mächtiger KI wird, desto stärkeren Einfluss kann sie auf unsere Welt nehmen, auf unsere Ergebnisse, auf unser Handeln. Und wir brauchen hier eine starke Verantwortung von Unternehmen, aber auch von Experten. Hier in Heilbronn entsteht ein großes KI-Innovationsökosystem. Und was braucht man für ein funktionierendes KI-Innovationsökosystem? Man braucht hier KI-Kompetenzen, KI-Wissen, und zwar von der Breite bis hin natürlich dann auch in spezialisiertes Wissen.